Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, mein Name ist Harald Petzold, ich bin 54 Jahre alt, ich bin von Beruf Lehrer für Musik, politische Bildung und Deutsch. Ich habe dafür zweimal studiert, einmal unter DDR-Verhältnissen das Diplom abgelegt und ein zweites Mal erstes und zweites Staatsexamen abgelegt, habe dann auch von 1987 bis 88 im Rahmen meines großen Schulpraktikums an einer Schule in Ketzin gearbeitet, an einer POS, und dann von 1999 bis 2005 als Lehrer an zwei Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe in Königs Wusterhausen und hier in Falkensee. Ich habe 2005 bis 2010 im Deutschen Bundestag gearbeitet als Büroleiter von Kirsten Tackmann und später von Sabine Stüber und war von 2010 bis 2013 Referent im Wirtschaftsministerium hier in Brandenburg. Ich bin im Ehrenamt Mitglied der Gewerkschaft GEW und habe die Landesverbände Andersartig e.V., also den lesbisch-schwulen Landesverband hier in Brandenburg, und die EZ-Hilfe Potsdam mit aufgebaut. Ich war zwischen 1990 und 2005 viele Jahre in den Vorständen dieser beiden Vereine und teilweise auch deren Sprecher. Ich bin Mitglied im Kommunalpolitischen Forum und im LSVD, dem Lesben- und Schwulenverband Deutschlands. Ich war von 1999 bis 2007 stellvertretender Landesvorsitzender der PDS. Ich bin seit 2003 Kreistagsabgeordneter und damit auch kommunalpolitisch verankert. Im Bundestag war ich Kandidat 1998 und 2009 und bin dann 2013 das erste Mal gewählt worden in den Bundestag. Ich bin seitdem der Obmann unserer Fraktion im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und bin der Sprecher der Fraktion für die Queerpolitik, das heißt für die Interessenvertretung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Intersexuellen und für Medienpolitik. Und genau auf diesen beiden Politikfeldern, denke ich, wird es im nächsten Wahlkampf, der zu den härtesten gehören wird, aus meiner Beobachtung, die wir jemals erlebt haben, auch zu zentralen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen kommen. Und ich denke, dass wir deswegen genau auch überlegen sollten, dass neben den Themen, die Bernd Rieksinger heute früh angesprochen hat, auch diese Fragen eine ganz zentrale Rolle spielen und durch die Linke auch personell untersetzt werden sollten. Denn alles das, was wir im Moment auf dem Gebiet der Flüchtlingspolitik erleben, ist nur die Spitze des Rammstoßes der schwarzen Galeere der neuen Rechten, mit denen sie versuchen, unser, sag ich mal, Schiff der liberalen und offenen Gesellschaft zum Kentern und zum Sinken zu bringen. Und ich brauche gar nicht bis zur AfD gucken. Wenn ich mir angucke, was die CSU in ihrem Wahlprogramm beschlossen hat gegen Frühsexualisierung von Kindern, gegen Genderwahn, wo sie Kampfbegriffe der AfD übernimmt, kritiklos übernimmt, ohne nachzufragen, dann kann ich nur sagen, pfui, und das bedeutet, wir müssen hier uns darauf einstellen, wir müssen uns hier darauf einstellen, was auf uns zukommt. Die AfD hat in Thüringen, wo zurzeit die Hirschfeld-Tage gemeinsam mit Sachsen und Sachsen-Anhalt laufen, ein Plakat rausgegeben, wo sie deutlich machen wollen, dass die linke Landesregierung Thüringens keine Schulen mehr fördern will, aber dafür Analsex. Und auf diesem Level wird sich sozusagen der Wahlkampf abspielen, was die AfD anbelangt. Und da müssen wir gegenhalten, da müssen wir deutlich machen, die Linke ist die Kraft, die hier nichts anbrennen lässt und die hier auch mit einem überzeugenden personellen Angebot in den Wahlkampf geht. Wir haben erlebt, dass in Europa beispielsweise mit knapper Not das Abtreibungsrecht in Polen so verschärft worden ist, dass Frauen generell nur noch unter Strafe stehen sollen. In der Türkei, dem Verbündeten Deutschlands in der Asylpolitik, ist in erster Lesung ein Gesetz beschlossen worden, nachdem sexuelle Übergriffe von Männern gegenüber minderjährigen Mädchen straffrei bleiben, wenn der Täter sein Opfer später heiratet. Und da merkt ihr, auch das, was auf dem Gebiet der Queerpolitik stattfindet, ist nur die Spitze des Eisbergs. Und es wird sich danach gegen Frauen richten, es wird auf dem familienpolitischen Gebiet ausgetragen werden, es wird sich gegen Menschen mit Behinderungen richten und auf all diesen Gebieten müssen wir gegenhalten, genauso wie wir gegen die neoliberale Politik auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gegenhalten müssen. Und ich sage, wir haben da als Linke eine Menge erreicht in den letzten Jahren. Es ist mir gelungen, 2014 eine überfraktionelle Abgeordnetengruppe ins Leben zu rufen, von CSU bis zur Linken, die es inzwischen geschafft hat,
wir haben es in der letzten Woche in der Haushaltsberatung des Bundestages beschlossen, endlich für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich gegen die Diskriminierung richtet, die sich für Forschung und Aufklärung auf dem Gebiet der Queerpolitik einsetzt, endlich eine institutionelle Förderung hinzubekommen und diese Stiftung von den Kapitalerträgen des Finanzmarktes damit freizumachen. Wir haben es hinbekommen, dass wir kurz davor stehen, dass die nach § 175 verurteilten schwulen Männer endlich rehabilitiert werden, dass dieses Schandurteil endlich aufgehoben wird. Wir sind in der Frage Öffnung der Ehe als Linke immer wieder seit 2006 diejenigen gewesen, die verlässlich Initiativen in den Deutschen Bundestag eingebracht haben. Und wir sind auch hier kurz davor, durch die Arbeit dieser Abgeordnetengruppe einen Durchbruch zu erreichen. Und ich bin auch Brandenburg sehr dankbar, dass das Sozialministerium dafür gesorgt hat, dass von der Berliner Initiative für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gelernt wurde und auch Brandenburg inzwischen zu den Bundesländern gehört, die einen Aktionsplan beschlossen hat, dass Brandenburg zu den Ländern gehört, Justizministerium Ronald Pienkny, nicht nur Glückwunsch zum Geburtstag, sondern auch herzliches Dankeschön dafür, dass ihr das mitgefördert habt, dass die Lebensschicksale von Menschen, die nach § 175 verurteilt worden sind, auch dokumentiert werden können und dass Brandenburg sich daran finanziell beteiligt. Ich könnte das weiter fortsetzen. Wir haben es geschafft, dass wir ein Projekt hinkriegen werden, ähnlich wie Berlin, dass queere Flüchtlinge einen besonderen Schutzraum finden. Und da bin ich sehr dankbar, dass Diana Goltze damit so an der Spitze steht. Und wir müssen uns weiter dafür einsetzen, dass die versprochene volle gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung keine Mogelpackung wird und endlich tatsächlich ein Gesetz beschlossen wird, das volle Teilhabe bringt und Gleichstellung und eben nicht das nur so benennt. Und am Endeffekt werden die Menschen schlechter gestellt, um die es da geht, mit einem Gesetz, was nur vorgibt, ein Teilhabegesetz zu sein. Das zweite Thema ist das Thema Medienpolitik. Auch wer hier auf diesem Gebiet genau hingeguckt hat, wird gemerkt haben, dass auch hier die Rechten versuchen, die Abrissbirne schon in Stellung zu bringen. Die CSU hat beschlossen, ARD und ZDF zusammenzuschließen. Sie haben das öffentlich-rechtliche System generell in Frage gestellt. Die AfD hat im Landtag in Sachsen eine große Anfrage gestellt, wo sie 630 Unterfragen gestellt hat. Und damit deutlich machen will, sie setzt hier voll auf Privatisierung des öffentlichen Rundfunks. Und liebe Genossinnen und Genossen, natürlich bei aller Kritik, die auch wir am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und an Presse- und Medienwesen haben. Wir müssen zu den Verteidigern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zu den Verteidigern der freien Medien gehören, weil diese Bundesregierung eben nicht bereit ist und die Pressefreiheit instrumentalisiert, sich hier an die Spitze zu stellen. Und schaut, was in den USA passiert, wenn alle Medien privatisiert sind. Und da haben wir noch gar nicht über Social Bots geredet und all diese Dinge, von denen wir noch gar keine so wirkliche Ahnung haben, wie sie in den sozialen Netzwerken die Stimmung und Meinung in der Bevölkerung beeinflussen werden. Und wir wissen doch selbst, wie viele Menschen sich inzwischen ihr Bild nur noch aus dem Internet zusammenzimmern und aus dem, was sie in den sozialen Netzwerken gelesen haben. Und an der Stelle bin ich auch Berit Christoph ist sehr dankbar, die Initiative der Roten Reporter wieder ins Leben gerufen hat und die genau auf diesen Gebieten Bildungsarbeit für unsere Partei leisten will, die ich natürlich als medienpolitischer Sprecher sehr gerne unterstützen werde. Und ich kann hier nur sagen, an dieser Stelle gewinnt der Satz von Lothar Bisky, wir müssen die Systemfrage stellen, eine völlig neue Bedeutung. Genau an dieser Stelle müssen wir in der Medienpolitik klar machen, die Linke ist klar für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Linke ist klar für die Pressefreiheit und die Linke ist klar auch dafür, dass Frauen endlich in der Medienpolitik die Rolle spielen, die sie beispielsweise mit dem hohen Stand an Absolventinnen und Absolventen an den Filmeinrichtungen auch tatsächlich in der Filmbranche haben. Und wir waren diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass das im Filmförderungsgesetz wenigstens angedeutet wird, dass die Große Koalition wenigstens die Gremien anständig besetzen will, wenn sie schon nicht dazu bereit ist, hier für volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter zu kämpfen. Und wir waren diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es einen sozialen Auftrag auch für die Bundesfilm-Medienförderungsanstalt gibt. Und ich freue mich sehr, dass mit Frau Rohm, eine der Sprecherinnen der Pro-Quote-Regie-Initiative, hier auch unseren Parteitag als Gast beehrt, sodass wir also nicht nur Bürgermeister und unseren Parteivorsitzenden zu Gast haben, sondern auch die Zivilgesellschaft hier bei uns mitmacht als Gäste. Ich habe noch 30 Sekunden, es wäre noch viel zu sagen. Ich will
deutlich machen, dass es mir natürlich im Wahlkreis ganz genauso wie Norbert um die Unterstützung von Antifa geht, um die Unterstützung all derjenigen, die sich gegen Rechtsextremismus zur Wehr setzen. Das ist für mich selbstverständlich. Ich will sagen, ich möchte dafür kämpfen, dass die Linke wieder die erste Ansprechadresse für all diejenigen sind in diesem Land, die Protest gegen diesen Turbokapitalismus, gegen diesen Raubtierkapitalismus haben, dass sie aber auch die erste Ansprechadresse für all diejenigen ist, die tatsächlich Veränderung auch gestalten wollen. Und da will ich mitmachen und deswegen werbe ich um euer Vertrauen und um eure Stimmen hier.